Ja, herzlich willkommen bei unserem Livestream von der Foto und Adventure. Es ist immer ein Adventure, das seht ihr schon daran, dass wir uns natürlich null an unsere vorgegebenen Zeiten halten. Wir geloben Besserung für den Rest des Tages. Also wir versuchen jetzt wirklich mal die 16 Uhr, die 20 Uhr und die 24 Uhr exakt zu treffen. Wir hatten ein bisschen Adventure, ich bin übers Gelände gelaufen, so wie ihr immer wisst, dann hilft man dem Referenten, ist da, da verzögert sich ein bisschen. Wir haben gedacht, aber lieber das, spontan für euch da zu sein, als euch, die nicht die Chance haben, hier zu sein, ganz außen vor zu lassen. Jetzt habe ich sogar einen Gast, nämlich die Katrin von der Foto Adventure ist mit uns dabei. Und herzlich willkommen, Katrin. Ja, hallo Jochen und hallo zusammen. Es freut mich total, dich hier zu haben. Mich freut es auch total, endlich wieder Foto Adventure. Ja, und das Schöne ist, du bist halt hier mit mir jetzt und wir haben es gerade gerechnet, die achte. Ja, es wäre die achte richtige Foto und Adventure. Also wenn wir jetzt ein Messefestival hätten, wäre es das achte Mal, dass wir im Landschaftspark Messefestival hätten. Aber tatsächlich ist es dieses Mal ein bisschen kleiner. Das heißt, wir haben nur ein Workshop-Wochenende. Aber auch das lässt sich, glaube ich, ganz gut sehen mit 36 Kursen, die wir anbieten. Gestern war der erste Tag und es ist richtig cool losgegangen. Das freut mich super und ich meine, wir hängen immer im Adventure, das heißt auch ich gucke hier mal gerade, so wie es natürlich immer ist bei uns, wir kämpfen mit dem Empfang im Landschaftspark Duisburg. Das heißt, wenn jemand ein Problem hat, die Aufzeichnungen unserer Streams sind natürlich deutlich besser als das, was wir hier gerade an Streaming-Qualität herausgeben. Was hat euch damals dazu gebracht, dass wir wirklich gesagt haben, wir machen eine Foto-Adventure in Duisburg? Naja, tatsächlich kennen die Dani und ich, wir haben ja zusammen die Foto Adventure gegründet hier, die Foto Adventure schon aus Österreich. Da gibt es die schon seit 2004 und wir waren damals noch im Angestelltenverhältnis einer der ersten Aussteller mit bei der Foto Adventure und fanden das Konzept klasse, zu sagen, man kombiniert Fotografie, Reise und Outdoor. Das hat damals zu dem Zeitpunkt eigentlich keiner gemacht. Und wir haben gesagt, das müsse man im Ruhrgebiet machen, weil damals gab es nur die Fotokina, eine riesengroße Messe, aber Foto Adventure ist wesentlich kleiner, wesentlich familiärer und irgendwie hat uns das gefehlt. Und dann geht ganz viel Zeit ins Land und irgendwann ist man dann so weit, dass man solche Ideen, die man hat, auch umsetzen kann. Und 2013 haben wir gemeinsam mit den beiden österreichischen Veranstaltern dann die Foto Adventure in den Landschaftspark geholt und haben gesagt, das ist unsere Location. Die Fotografen kannten den Landschaftspark schon zum großen Teil. Hier ist immer was los. Und in den letzten Jahren hat sich der Park noch mal deutlich gemausert und verändert. Und das macht richtig Spaß, hier ein Event zu veranstalten. Ja, und wir haben ja jetzt auch wirklich noch reichlich Teilnehmer bei den Workshops. Wir haben immer noch freie Plätze. Das heißt, wer noch kommen möchte, kann natürlich einfach den Landschaftspark betreten. Vorne am Infozelt vor der Jugendherberge könnt ihr euch anmelden. Das heißt, die Workshops finden statt. Ich werde immer so ein bisschen hier versuchen, das Live-Bühnenprogramm mit rüberzubringen. Das ist das, was wir machen wollen. Das heißt, wir werden gleich noch ein bisschen über Kalibrierung von Monitoren reden. Das, was ich normalerweise seit, wir waren jetzt während im achten Jahr, genau. Ich glaube, das achte Jahr sonst auf der Live-Bühne tun würde. Ja. Das machen wir jetzt in diesem Fall hier einfach per Stream. Natürlich werden wir die Streams aufzeichnen und hinterher hochladen, weil wir wissen, es ist hier Foto und Adventure, viel Stahl um uns rum. Wir haben mal eine perfekte Übertragungsrate. 2 Minuten später ist YouTube der Meinung und sagt, das wird nichts mit unserem Stream. Wir tun natürlich immer das Beste, aber wir haben uns gedacht, wirklich spontan vor 2 Tagen dazu entschieden, das einfach zu machen. Genau, richtig. Und ich danke dir, Jochen, erstens für die Idee, denn die kommt von dir und die ganze Technik, das ganze Equipment kommt von dir und ich danke dir für deinen Einsatz. Du bist schon seit Jahren dabei und dieses Mal hattest du tatsächlich nur am gestrigen Freitag einen Workshop, der übrigens ausgebucht war. Genau, da ging es um ein absolutes Novum bei der Foto und Adventure. Ja. Es war Akt. Genau. Und ich blende einfach mal für die Zuschauer kurz einen Blick in Photoshop ein. Das ist das Bild, was wir sehen. Wir haben halt hier versucht, mit Lichtsetzung zu arbeiten, nicht einfach nur darum zu gehen, jemanden nackt darzustellen, sondern darum zu gehen, dass wir wirklich mit Licht arbeiten. In dem Bild ist ein bisschen Color Grading gemacht, keine Beauty-Retusche, kein Dodge and Burn, kein nichts. Und es ist jetzt nicht so, dass wir Katrin einfach vor diese graue Wand gesetzt haben, sondern die Zielsetzung, um die es uns hier eigentlich geht, ist, wir versuchen über das Wochenende hin diese Wand
zu füllen. Das heißt, wir haben hier einen kleinen Drucker mitgebracht und in dem Fall wirklich einen kleinen Drucker. Und hier werden wir immer live die Bilder mit ausdrucken und dann versuchen, diese kleine Wand mit vielen Bildern, 13, 18, zu füllen, damit wir in der Lage sind, euch zu zeigen, was hier auf der Photo Adventure passiert, Bild im Bild. Und ihr habt dann die Möglichkeit zu sagen, wunderbar, wir waren wenigstens ein bisschen online dabei, um es zu haben. Was möchtest du uns noch sagen, Katrin, so vielleicht als Abschluss, bevor wir danach in den nächsten Teil reingehen? Ja, Mensch, ich könnte natürlich stundenlang über Photo Adventure quatschen, weil das ist ja so ein bisschen unser Baby und es macht immer total viel Spaß, hier im Landschaftspark zu sein. Ich muss sagen, ich freue mich über jeden einzelnen Teilnehmer, der da ist, über jedes Feedback, was wir bekommen. Und ich danke euch allen für all das, was ihr uns in den letzten Monaten an positiven Kommentaren und E-Mails und aufmunternden E-Mails geschickt habt. Das war super, das zu sehen. Und ich kann euch nur einladen, wenn ihr noch nie bei uns gewesen seid, kommt doch einfach mal dazu. Wir begrüßen euch alle herzlich in unserer Foto-Adventure-Familie und ja, lasst uns einfach gemeinsam eine schöne Zeit haben. Fotografie ist das, was wir leben, das, was wir lieben. Reisen dürfen wir auch jetzt bald wieder. Also ich glaube, wir werden das rocken hier. Dessen bin ich mir auch sicher. Also wir haben halt einfach die Möglichkeit, hier im Park super viele Geschichten zu fotografieren. Ihr seht es an mir, es ist momentan ein bisschen winteriges Wetter. Das heißt, eigentlich kommt von da die Sonne und jetzt bin ich einigermaßen gut belichtet. Wir kämpfen ja schon damit. Es ist strahlender Sonnenschein, dann ist bedeckter Himmel. Also eigentlich für die Fotografen, die jetzt kommen, und haben Filterfotografie, die Landschaftspark fotografieren wollen. Klar, wir freuen uns alle über tolles Wetter. Ja. Aber was hilft uns tolles Wetter auf den Fotos? Das heißt, für uns sehr oft viel, viel, viel schöner, wenn wir halt die Möglichkeit haben, da ein wenig mit dem Wetter zu spielen. Das heißt, Wolken am Himmel. In diesem Sinne, Katrin, ich danke dir, dass du hier warst. Ja, sehr gerne. Und wir sind dann auch gleich wieder in den nächsten 30 Minuten online dabei. Also besucht wirklich den Kanal. Es ist eine Foto und Adventure, das heißt, wir werden Abenteuer, wir werden öfters live gehen für euch. Wir werden gucken, dass wir mit manchmal diesen Stream, wenn ihr live dabei seid, ihr seht es, wir haben auf einmal eine super Übertragungsrate, dann ist schlecht. Auch das werden wir versuchen, in den Griff zu kriegen. Heute ist wirklich für uns eine komplett spontane Geschichte. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören und würde sagen, ihr seht mich gleich wieder. Ich sage Katrin, danke, dass du hier warst. Ja, sehr gerne. Bis später.